Hallo zusammen. Ihr kennt sicherlich auch das Problem, ihr näht, das Stichbild sieht nicht so ganz toll aus, ihr habt größere Schlaufenbildung. Eine mögliche Ursache dafür kann sein, dass die Stichplatte oder die Spulenkapsel beschädigt ist. Und in diesem Video soll es darum gehen, dass wir eben diese Stichplatte und die Spulenkapsel tauschen wollen. Alles, was ich in diesem Video euch zeige, gilt für die Pfaff Ambition 1.0, Ambition 1.5, Ambition 2.0 sowie die Ambition Essential und die Ambition 155. Was benötigen wir, um die Arbeiten ausführen zu können? Wir benötigen die neue Stichplatte, wir benötigen die neue Spulenabdeckung, eine neue Spulenkapsel sowie den Schraubendreher aus dem Zubehör der Maschine und etwas Nähmaschinenöl. Ich führe hier den Tausch der Stichplatte und der Spulenkapsel an einer Pfaff Ambition 1.0 durch. Nachdem wir uns die Maschine in Position gestellt haben, können wir anfangen. Zuerst heben wir den Nähfuß an, um anschließend das Garn aus der Maschine zu entfernen. Dazu einfach mit der Schere den Faden abtrennen und dann das Garn am besten in die Nährichtung rausziehen, sodass der Oberfaden erstmal weg ist. Als nächstes lösen wir dann den Nähfuß, den benötigen wir auch nicht, so haben wir etwas mehr Freiheit, um uns da in dem Bereich bewegen zu können. Dann entfernen wir die Nadel, indem wir die Nadelklemmschraube lösen und die Nadel dann nach unten entnehmen. So, jetzt haben wir uns einigermaßen Freiheit geschaffen. Als nächstes müssen wir die Spule entnehmen, dazu nehmen wir die Spulenabdeckung ab. Dann können wir die Spule rausnehmen. Das geht ganz einfach mit Daumen und Zeigefinger, wie ihr das gerade eben gesehen habt. Nachdem wir die Spule jetzt entfernt haben, nehmen wir den Schraubendreher aus dem Maschinenzubehör und lösen mit diesem die Stichplattenschrauben. Sowohl die linke als auch die rechte. Etwas vorsichtig sein, dass ihr da nicht abrutscht. Der Schraubendreher ist jetzt nicht ganz so ideal für diese Arbeit. Im Anschluss drehe ich mit dem Finger die Stichplattenschrauben heraus. Das geht am besten. Man muss die nicht mit dem Schraubendreher die ganze Zeit nach draußen schrauben. Nachdem ich jetzt beide Schrauben entfernt habe, kann ich die Stichplatte entnehmen. Am besten geht das, wenn wir vorne in diese kleine schwarze Kante reingreifen und dann die Stichplatte nach oben abheben und dann nach vorn herausnehmen. Wie ihr hier seht, ich zeige euch das gerade mal etwas groß im Bild. Die Stichplatte hat sehr viele Einschläge, sehr viele Einstiche im Bereich des Stichloches. Das sind die Stellen, wo der Faden dann letztendlich auch hängen bleiben kann oder auch reißen kann. Und bei dieser Stichplatte speziell ist auch die Stichplatte im Transporterbereich noch nach unten gebogen. Das ist also auch nicht sehr zuträglich für das Nahtbild. Deswegen sollten wir diese Stichplatte unbedingt austauschen. Wenn wir uns jetzt die Spulenkapsel einmal anschauen, hier sehen wir die ganzen Einschläge der Nadel. Das heißt, die Nadel hat also die Spulenkapsel durchschlagen. Dadurch bildet sich an den Löchern Grat und an diesem Grat kann dann auch der Faden hängen bleiben oder auch reißen. Der Faden wird ja beim Nähen um die Spulenkapsel herumgeführt und man sieht also sehr, sehr deutlich, wie diese Auswölbungen der Nadeleinschläge auch nach unten durchscheinen. Und das sind dann die Bereiche, wo auch der Faden dann hängen bleiben wird. Deswegen auch eine neue Spulenkapsel verwenden. Und da wir gerade alles so schön auseinandergenommen haben, empfehle ich euch immer, reinigt das Ganze, das brauche ich in dem Fall nicht machen, die Maschine ist sauber, aber einen Tropfen Öl sollte man dann schon auf die Greiferachse geben und auf die Greiferbahn. Dazu nehme ich mein Nähmaschinenöl, in dem Fall ist das Öl von Bernina, mache mir einen Tropfen Öl auf den Schraubendreher und gebe den dann vorsichtig auf die Greiferachse, wie ihr das hier seht. Das Ganze wiederhole ich dann nochmal mit einem weiteren Tropfen Öl, den ich dann auf die Greiferbahn gebe. Jetzt die Spulenkapsel wieder einsetzen. Ihr seht einfach mit Daumen und Zeigefinger wieder einsetzen. Die Spulenkapsel so einsetzen, dass sie wirklich plan auf dem Greifer aufliegt, auf der Greiferbahn. Und ganz wichtig, im vorderen Bereich muss die Spulenkapsel an diese kleine Feder anstoßen, also diese Nase, die ihr hier seht, die muss genau an die Feder anstoßen. Und damit sich das Öl jetzt gut verteilen kann, am besten am Handrad drehen, damit sich das Öl, was wir eben auf die Greiferbahn gegeben haben, etwas verteilen kann und die Spulenkapsel auf einem Ölfilm laufen kann. Wenn wir das erledigt haben, dann setzen wir die Stichplatte wieder ein.
dabei darauf achten, dass diese auch richtig aufliegt. Das Viereck in der Maschine im Gehäuse ist so groß, da passt die Stichplatte perfekt rein. Einfach dort hineinlegen und dann liegt sie gerade drin. Dann schrauben wir die beiden Stichplattenschrauben wieder ein. Also auch da die Schraube ansetzen, dann mit dem Finger etwas festdrehen und mit dem Schraubendreher das Ganze dann wieder festziehen. Hierbei darauf achten, es reicht, wenn die Schrauben handfest gezogen werden. Man muss also nicht die Schrauben bis zum Ende mit aller Gewalt anziehen. Das muss nicht sein. Handfest reicht vollkommen aus. Nachdem wir die Stichplatte nun komplett aufgeschraubt haben, setzen wir die Spule wieder ein. Und ihr wisst es alle, bei Maschinen mit Horizontalgreifer läuft der Faden auf der Spule gegen den Uhrzeigersinn. Die Spule also in die Kapsel einsetzen, dann schauen, dass der Faden durch die erste Kerbe, wie ihr hier seht, läuft. Den Faden dann nach hinten legen, er rutscht aus der zweiten Kerbe wieder raus. Jetzt gehen wir um den Pfeil herum mit dem Faden und immer schön dran ziehen am Faden, dass also wirklich sich die Spule auch ein bisschen bewegt, dass wir gewährleisten, dass der Faden auch richtig in der Fadenspannung der Spulenkapsel ist. Und jetzt noch zum Schluss von um den zweiten Pfeil herumgehen. Da ist dann links ein kleines Messer, das, wie ihr seht, schneidet auch den Faden ab. Das war's an der Stelle. Jetzt noch die Spulenabdeckung wieder aufsetzen. Dann können wir die Nadel wieder einsetzen. Wenn ihr die Nadel einsetzt, bitte darauf achten, dass ihr die Hand festzieht. Man kann die auch mit dem Schraubendreher anziehen. Dafür ist auch der Schlitz in der Nadelklemmschraube drin. Aber handfest reicht hier vollkommen aus. Wenn man die Schrauben zu fest anzieht, kann auch hier passieren, dass ihr die Schrauben dann irgendwann mal kaputt gemacht habt und dann müsst ihr diese erneuern. Zum Schluss setzen wir noch den Nähfuß ein. Hierbei darauf achten, dass der Nähfuß unter dem Nähfußhalter so platziert wird, dass die kleinen Stifte, die ihr links und rechts seht, genau am Nähfußhalter, in dem die dementsprechende Aussparung einrasten können. Dann mit dem Nähfußheber den Nähfuß absenken. Und der Nähfuß rastet ein und dann sind wir auch schon fertig. Ihr habt die Spulenkapsel und die Stichplatte erfolgreich gewechselt. Jetzt könnt ihr wieder neu losnähen. An dieser Stelle möchte ich mich fürs freundliche Zusehen bedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Like da lassen. Wenn ihr keine Videos dieser Art mehr verpassen wollt, dann dürft ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, dann hinterlasst einfach einen Kommentar. Ich habe euch unter dem Video noch die Ersatzteile verlinkt, das hatte ich gerade noch vergessen zu sagen. Die Spulenkapsel und die Stichplatte. Falls ihr das irgendwo benötigt, dann schaut einfach mal da rein. Ansonsten möchte ich mich bedanken fürs Zusehen und an dieser Stelle bin ich danach raus. Bye bye.